Ja, wo ist denn das Mikro? Hallöchen. Ich wollte gerade anfangen, das Mikro steht aber irgendwo am anderen Ende des Raumes. Jetzt habe ich es in der Hand. Und steht vor mir. Ja, das wird jetzt erstmal die letzte Folge sein, weil wir. Es gibt nur noch zwei Missionen. Die hier. Finde den Hochblock, also Geheimort in der Hochblock-Ebene. Ich hatte es so aufgedrückt, bestimmt an die 15 Mal. Ich bin ja offline noch öfter hier reingekommen. Nichts. So. Und dann hier war ja auch noch was. Hier sind wir ja auch alles durch, bis auf den. Finde den Geheimort im Windturmgipfel. Da habe ich auch unzählige Male gesucht und nichts gefunden. Ehrlich gesagt. Ja. Das ist echt Zufall. Wahrscheinlich, oder wenn jemand besser Bescheid weiß, soll er mir aber mal schreiben. Dann wird diese finale Folge in einer weiteren Folge fortgesetzt. Somit bereite ich schon mal für die nächsten Folgen zufälligerweise schon mal alles vor, wenn ich hier weitermachen möchte. Aber es ist erstmal vorab die letzte Folge. Und dann gucke ich mal. 2 von 3 Missionen abschließen. Machen wir mal was. Tintendingsküste. Tutorial starten. Wir haben ja noch gar nicht das Tutorial gesehen. Stimmt ja. Wir gehen einmal das Tutorial durch. Das Dorf brennt. Das ist ohne Zweifel das Werk des Erz-Illagers und seiner Schergen gewesen. Sie überziehen das Land wie ein alles verschlingender Flächenbrand und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Zeit für Helden wie dich ist gekommen. Beeil dich. Die Dorfbewohner brauchen dich. Hier fing alles an. So, neues Ziel. Wir können das ja mal zeigen, weil das habe ich glaube noch nicht gezeigt. Weil das Tutorial war einfach so spontan. Neben mir liegt die Kleine, bei Bionado geht es nicht so gut. Aber die Kleine ist erstmal glücklich. Sie prappelt, sie versucht schon irgendwas zu prappeln irgendwie, um ehrlich zu sein. So, ich muss hier lang. Es ist aber auch unfair. Ich mit meiner Superrüstung hier. Muss hier kämpfen gegen die ganzen. Ja, gegen die Schwachen. Also wirklich. Ich glaube nicht, dass die mit aufgestiegen sind. Gerade im ersten Level, beim allerersten Spiel, da wo man eigentlich. Das ist so genannt die Übungsrunde, die ich nicht aufgenommen habe. Mit der habe ich gestartet und wollte mal testen, ob sich das Spiel überhaupt lohnt. So. Dankeschön. Dann gehe ich mal hier hinten. Hier hinten ist aber nicht. Der Ruf der Helden. Ah, es geht auch nur hier weiter. Oh, die Kleine ist so niedlich. Wie sie hier neben mir strampelt. Na gut, ob wir hier uns irgendwie einmal heilen müssen, ist eine andere Frage, um ehrlich zu sein. Außer wenn die jetzt mitgelevelt sind. Ja, die allerletzte Folge hier. So, ein Bosskampf. Oh Gott. Das ist derjenige, den wir irgendwann mal besiegt haben, der mit diesem komischen Enderman, diesem Giganten, der einen mal so verblatt gemacht hat. Hier soll man den Eindruck bekommen, wie das Spiel ungefähr ablaufen soll. Findet auch so statt, nur dass es von Folge zu Folge wirklich immer mehr Kämpfer werden und immer, ja, das Level wird immer höher. Ist ja kein Wunder, sonst wird es auch langweilig. So. Wie soll man denn da rüberkommen? Naja. Ich bin mir auch unsicher, ob die Truhe auch. Es ist schon zu lange her, da ich das letzte Tutorial gespielt habe.
kann mich also gar nicht daran erinnern, wie überhaupt hier was ablief. Ich gehe erstmal hier hinten lang. Wegen dem wunderbaren geheimen Ort. Ja. Hier ist aber nichts. Hier auch nicht. Obwohl es echt eine schöne Gegend ist hier. Artefakt im Inventar. Ja, das ist zum Beispiel das Tutorial. Hier wird zum Beispiel gezeigt, mit was man hier alles machen kann. So, das war zum Beispiel da, wo ich jetzt wohne. Aber verzage nicht. Sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen Helden. Ja, das war das Tutorial, das was ich noch nicht gezeigt habe. Eigentlich zeigt man das Tutorial am Anfang. Aber ich bin natürlich der Held, ich zeige es am Schluss. Okay, das muss man auch erstmal leisten. Ich bin voll der, naja. Ich kriege ja nicht auf die Reihe. So, jetzt haben wir 3 von 3 in der Theorie. Schaut mal, sammeln. Ja, Kraft 24. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich den jetzt hier reinnehme. So, und der hier, was hat der? Der hat jetzt 138. Mein Verzauberter. Wenn ich den jetzt hier verwerte, dann kriege ich ja meine Level wieder. Bla bla bla, ihr seht es ja. Jetzt kann ich hier zum Beispiel Blitzschlag, Dynamo. Was hatte ich denn letztes Mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% fährt ein Blitz herab, der Gegner in der, ja, in deiner Nähe Schaden. Okay, gut. Was haben wir hier? Fügt den nächsten Angriff nach dem Rollen, ach, die mit ihren Rollen immer. Verlangsamt Kreaturen nach einem Treffer in 3 Sekunden. Hm, okay. Steckt Kreaturen 3 Sekunden lang im Brand. Okay. Schärft deine Waffe, wodurch sie mehr Schaden zufügt. Ich hatte das hier gehabt. Okay, dann wollen wir mal hier weiter gucken. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%. Bla bla bla. Verringert Geschwindigkeit. Aber ich will ja mehr Schaden. So. Okay. Gibt es hier noch was ich aufrüsten kann? Ja, natürlich, das wäre auch schön hier. Okay. Wenn ich das Spiel irgendwann ja mal weiterspielen sollte. Da hinten ist eine Truhe, die euch. Da hinten war. Da war ich doch noch gar nicht. Beansprucht hat, klar. Ist ja meine Truhe. Ja. Cool. Haben wir das erstmal geschafft? 2 Missionen fehlen. Da habe ich die geheimen Orte nach ewigen Versuchen nicht gefunden. Vielleicht finde ich die ja, wenn ich hier. Wenn ich eine bessere Lösung habe. Aber das ist halt erstmal die finale Runde von Minecraft Dungeon. Es hat mich gefreut, das Spiel zu spielen. Und wer zugeschaut hat, danke nochmal. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir ein Follow oder Like oder Abo oder einmal einen Kommentar. Ja, das wäre schön. Dann sage ich jetzt nochmal herzlichen Dank. Ja, und wir sehen uns in einem anderen Let's Play. Bye, bye.